Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, ich habe jetzt wieder nochmal kurz ein Päuschen gemacht, musste auch kurz einkaufen und so. Und bin jetzt auch durch das beschissene Wetter hier durch durchlaufen. Deswegen ich mich am wieder mal umziehen musste. Nichts zu plündern. Boah, ich weiß nicht, wie schlimm das Wetter bei euch momentan nicht ist, aber bei mir hier absolut schrecklich. Schnee, dann wieder Regen und so weiter. So, den will ich jetzt mal umhauen. So. Kommt der? Der kommt. So, ihr müsst hinter ihm. Jo. Ich muss hinter ihnen, hallo. Nein! Ja, komm. Hallo, ich muss an seinen Hintern, ja? So. Wo kommt der Snapper her? Jo, jetzt Snapper weg. Der Snapper, wo kam der denn her? Da ist nichts zu holen. War der hier irgendwo? Von wo kam der? Da unten haben wir Goblins. So, was haben wir denn hier? Noch ein Lederbeutel auch noch und Tränke. Zwei Lederbeutel. Ganze zwei Lederbeutel gab es hier. Ah, da haben wir die Snapper. So, jetzt muss ich aber eben... Den können wir immer noch tragen. Den Zweihänder. Da fehlt mir noch ein bisschen Stärke. So, ich würde dann vielleicht lieber mal so was essen. Bevor wir weitergehen. Was haben wir hier eigentlich? Möglichst kurzzeitig sprinten. Ah, okay. Sprinttränke haben wir zumindest ein paar. Die geben auch zumindest 10. So, und die Snapper kriegen wir auch gleich mal hin. So, sobald wir fertig gegessen haben. So, warum kann ich die nicht ausrüsten mit dem Ding hier? Ich bin ein bisschen enttäuscht, was das angeht. Oh, da sind ja noch zwei. Hier gibt es ja viele Snapper. Keine Ahnung, von wo die alle herkommen. Aber das waren schon ein paar viele. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, sind wir in der Lage eigentlich gegen die Drachensnapper schon zu kämpfen? Gerüstet wahrscheinlich noch nicht gut, aber zumindest auch von der Stärke her. Wir kriegen hier auf jeden Fall einiges an Erfahrungspunkte. Nochmal von hier. So, noch ein Lederbeutel. Da müssten noch welche kommen. Ach, von da. Okay.
So. Da ist nichts zu holen. Und die anderen nochmal hier looten. Nichts, da ist nichts zu plündern. Nichts zu holen. So, den schweren Ast nehmen wir mit. Nichts zu plündern. Da der hat zumindest was. Und der hat auch noch was. Sonst gibt's hier jetzt nichts, ne? Doch, beiden Meere. Die haben hier sonst auch nichts mehr. Verdammt. Ja. Silberkette und ein Fisch. Eigentlich müssten wir die Fische zu Dingen zum Kurines bringen. Damit wir jede Menge Fischsuppe kriegen. Da haben wir nochmal Blauflieder. Gibt's hier noch mehr Gegner? Also es geht ja eigentlich ganz schön tief runter. Ah! Erfahrungspunkte. Die overpowerten Fleischwanzen. So, was haben wir hier? Nichts zu holen. Kommt man da rüber? Gibt's einen Weg darüber? Ich stecke irgendwo fest. So. Gibt's einen Weg darüber? Das sieht nämlich so aus, als könnte man da nicht einfach so rüber. Vor allem da vorne gibt es einen Schatz. Warte mal. Okay. Ich will es mal versuchen. Vielleicht auch mit einem Trank in Verbindung. Nee, so einfach geht's nicht. So, vielleicht diese Art? Nee, da. Okay, da geht man auch drauf. Hat das vielleicht mit dem Baum zu tun? Muss man den Baum da umschmeißen? Da muss es doch auf jeden Fall einen Weg geben. Darüber. Andernfalls könnte ich es mir nicht erklären. Oder gibt es hier sowas wie Levitationszauber? Natürlich. Natürlich schmeißt er mich jetzt erstmal darunter. So, ich guck mal, vielleicht gibt es hier noch andere Wege.
Oder hier nochmal so, so ein Ding. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So, und noch ein Feldknöterich. Zwei Feldknöteriche. Aber da hinten ist auf jeden Fall ein Schatz. Frage ist, wie kommt man da hin? Oder gibt es hier irgendwo einen versteckten Weg? Oder ein Levitationszauber, das wäre auch super. So, nochmal speichern. Ja, komm. Nein. Ich hasse diese Viecher irgendwie ein bisschen. Ey! Was war das denn jetzt? Ich habe nicht mal einmal, doch einmal konnte ich jetzt zuschlagen, aber mir auch nicht. Ja. Okay, Hammer. Haben wir hingekriegt. So, jetzt müssen wir aber uns einmal komplett wieder heilen. Fressen wir nochmal das Fleisch. Das wird wieder ewig dauern. Oder warte, hätten wir ihn nutzen können, um da rüber geworfen zu werden? Und gäbe es von der Seite auch einen Weg wieder zurück? Guck mal, können wir den Baum umschmeißen? Ich weiß es nicht. Also es wäre super, wenn wir da irgendwie rüber könnten. Oh, Zombies. Wie viele Zombies sind denn hier? Das sind schon ein paar viele. Schon ein paar viele. Lass mich erstmal von Zombies hier verprügeln. So, gibt es hier noch welche? So, wir müssten jetzt eigentlich mal die Heilpflanzen nehmen. Nehmen wir mal die hier. Da haben wir 80 Stück von.
Jetzt noch 70. 25 Fische haben wir. Wir könnten 25 Fischsuppen draus eigentlich machen. Ah ja, ich wollte die Fackel raussuchen. Wo haben wir sie? Da. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So, Dunkelpilze und Butterfleisch. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Oh, Reitschwert gab's hier. Da ist nichts zu holen. So, die Truhe. So, Silbertell, was ist immer ein Ring? Aquamarin. Das war's. Was haben wir hier? Steintafel 2, Handkampf ist 2. Alte Steintafel und violette Steintafel. Die violette. Haben wir hier? Silberkelch, Bergkristall, Gletscherquarz. Gibt es hier sonst noch was? Nope. Aber wir haben eine Steintafel, eine neue. Nochmal Zweihandkampf verbessert. Jetzt sind wir zwei Hände auf 74. Ich hätte aber gern ein bisschen bessere Armbrust. So, und wir können die Fackel wieder runternehmen. Aber darüber kommen wir nicht mehr. Oder gibt es dahin noch einen anderen Weg? Ich glaube, da kriegen wir nicht mehr hin. Ist ein bisschen doof. Aber dann hätten wir jetzt alle Reliquien. Meine ich. Alle 5 zumindest. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich den Weg zu Dings hier finde. Also, um darüber zu kommen. Hier sind ja aber oft irgendwo Wege versteckt. Was ist denn das eigentlich für ein Geräusch? Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört oder ob nur ich das höre. Hör nur ich das? Was passiert, wenn ich jetzt erstmal hingehe? Ob das Geräusch immer noch da ist oder nicht? So, Bett. Das Geräusch ist jetzt weg. Saturas. Wegen der Reliquien. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden?
Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Jetzt haben wir alle Reliquien zusammen, die wir brauchen. Du hast uns einen sehr großen Dienst erwiesen. Ich danke dir. Das wird uns in unseren Studien einen entscheidenden Schritt nach vorn bringen. Hm? Wegen Raven? Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich rate dir nur, diesen Raven nicht zu unterschätzen, hörst du? Alles klar, Ardanos möge dich schützen. So, es fehlt uns aber auch nur noch eine Sache, was die Banditen da angeht. Meine ich, glaube ich. Oder? Drei Steine, drei Buddler. Geistige Irrwege. Geistige Irrwege. Fortuno ist nicht... Ah ja, stimmt. Zwei Sachen. Fortuno müssen wir noch sein Sumpfproblem. Und das heißt, wir müssen wieder die Banditenrüstung anziehen. Die schwere Banditenrüstung, würde ich sagen. Und dann suchen wir uns mal drei Buddler raus. Und geben Fortuno seinen grünen Novizen, den wir jetzt hergestellt haben. Im Grunde haben wir eigentlich auch hier alles leergeräumt, oder? Nur diese eine Stelle da über der Schlucht fehlt uns und halt da hinten bei den Feuerwaranen, bei den Piraten. Wir könnten aber auch mal schauen, ob wir es schon in der Lage sind, die Feuerwarane hier auszuschalten. So, wir sind ja jetzt 200 bei 74, Stärke bei 102. Wir müssten mal schauen, wer uns nochmal in Stärke ein bisschen mehr unterrichten könnte. Wie viel fehlt es noch für die nächste Stufe? 203.000 brauchen wir und wir haben 190.500. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir alle ausschalten können hier. Und wir üben ja schon ein bisschen, was die Beinarbeit angeht. Die ist ja auch wichtig. So, Finn. Du bist in der roten Mine. Du wirst in der Mine gebraucht. Du wirst in der Mine gebraucht. Alles klar, Chef. Du willst den Besten in der Mine sehen? Dann will ich mal wieder. Ach, noch was. Ich verrate dir mal ein Butler-Geheimnis. Ab und zu bietet es sich an, einen Trümmerschlag anzusetzen. Wenn du ein paar Mal gehackt hast und es ist nichts dabei rumgekommen, dann zieh die Spitze der Hacke quer über den Fels. Mit etwas Glück kriegst du sogleich mehrere Brocken. Okay, danke für die Info. So, Emilio. Du wirst in der Mine gebraucht. Du wirst in der Mine gebraucht. So, du bist jetzt also der Boss hier, okay? Dann werde ich mal losziehen. Und er hier. Lena. Du wirst in der Mine gebraucht. Du wirst in der Mine gebraucht. Du hast ja tatsächlich einen roten Stein für mich. Ausgezeichnet. Jetzt werde ich diesen verdammten Fels zu Krümeln verarbeiten. Ich weiß auch schon genau, wo ich hingehe. Noch eine Sache. Wenn du schürfen gehst, pass auf, dass du nicht zu feste drauf haust. Sonst verkeilt sich deine Spitzhacke im Gold. Ah, okay. So, dann müssen wir jetzt nochmal mit Fortuno zerreden. Wichtiger, ich habe seinen grünen Novizen. Fortuno! Grün! Grüner Novize. Ich kann ihn nicht finden. Hier, nimm diesen grünen Novizen. Hier, nimm diesen grünen Novizen. Ach, mein Kopf. Wer? Ich bin Fortuno.
Was? Was ist los? So, jetzt erzähl mir mal, was mit dir los ist. So, jetzt erzähl mir mal, was mit dir los ist. Einst gehörte ich zur Bruderschaft des Schläfers. Da war noch alles in Ordnung. Gut, wir waren alle verurteilte Verbrecher. Aber für uns Novizen war das Leben recht unbeschwert. Hey, ich war selbst im Minental gefangen. Erzähl mir was Neues. Ich erinnere mich an nichts. Dunkelheit liegt über meinem Verstand. Komm schon, konzentriere dich. Was ist passiert? Wann bist du wieder zu dir gekommen? Raven. Ich erinnere mich nur an Raven und dann an dunkle Räume. Was ist mit Raven? Was hat er mit dir gemacht? Tut mir leid. Mir ist, als ob mein Verstand gefangen wäre. Ich verstehe es selbst nicht. Es muss eine Möglichkeit geben, deine Erinnerungen wieder aufzufrischen. Ja, ja. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Die Gurus verstanden sich auf verschiedene Arten der Geist- und Willensveränderung. Weißt du noch was darüber? Nein, ich befürchte, dieses Wissen ist mit den Gurus verschwunden. Verdammt. Nun, wenn es einen Weg gibt, deinen Geist zu befreien, werde ich ihn finden. Brauchst du mehr Sumpfkraut? Ja, unbedingt. Alles, was du an Sumpfkraut auftreiben kannst, werde ich dir abkaufen. Ich zahle dir sogar mehr dafür als Fisk. Ich habe nicht genug Sumpfkraut, okay. Tari. So, aber dann reden wir mal mit dem guten Torus. Den will ich früher oder später auch noch irgendwie hier umlegen. Ich mag die nicht mehr. Hier. So. Halt! Hey, solange Torus sein Okay nicht gegeben hat, kommst du nicht durch. Wo ist denn der? Wo ist Torus? Da ist Torus. Hey, du! Komm, lass mich rein, um der guten alten Zeiten willen. Ich habe drei Kerle losgeschickt. Alles klar. Dann kannst du wegen mir rein. Aber ich find's interessant, dass er sich an mich nicht erinnert. Halt! Geh mir aus dem Weg, Wache. Ah, in Ordnung. Du kannst passieren. Hier liegt schon jemand. Sklave. Noch ein Sklave. Knochen eines Skeletts. Okay. Gardist. Na, bist du auf dem Weg in die Mine? Eigentlich will ich zu Raven. Hey, versuch den Tempel zu betreten und du bist so tot wie die Gefangenen hier. Sieh lieber zu, dass du in die Mine kommst. Warum sind sie tot? Die haben sich kaputt geschuftet. Okay. Warte mal. Hier, der letzte Sockel. Alle geschafft, ne? So, und was, warum sind die jetzt... Die wurden aber immerhin nicht gelootet. So, das nehmen wir mit. Ernsthaft? Nur nach rechts? Sonst gibt's hier nichts mehr. So, ich gehe mal von aus, dass das da die Mine ist. Wo wir dann schuften sollen oder dürfen. Wer ist denn das da? Hey, willst du buddeln gehen? Dann vergiss nicht, dich bei Sketty einzudecken. Was brauche ich denn? Nun, Sketty? Zumindest eine Spitzhacke. Etwas Proviant kann auch nicht schaden. Oder wie wäre es mit Heiltränken? Da unten gibt's Minecrawler. Sketty! Was muss ich übers Goldhacken wissen? Eine Spitzhacke in die Hand nehmen und auf einen Goldklumpen draufschlagen, das kann jeder. Aber dabei zersplittern viele Nuggets. Deshalb sollten nur Leute hacken, die was davon verstehen. Ich kann dir noch mehr erzählen, wenn du etwas Erfahrung mitbringst. Kosten 2 Lernpunkte 10%. Nee.
Und wie läuft das Geschäft? Seitdem die Gruft offen ist, werde ich nicht mehr viel los. Raven hat keine Verwendung mehr für die Sklaven, deshalb packen sie jetzt das Gold. Auf Anordnung von Bloodwyn. Und die Butler ruhen sich aus. Butler, die sich ausruhen, sind nicht gut fürs Geschäft. Bloodwyn? Hat er hier was zu sagen? Er hat die Aufsicht über die Mine. Aber er ist so gut wie nie hier unten. Die meiste Zeit verbringt er bei Raven im Tempel. Was genau bedeutet so gut wie nie? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er aus der Gruft kam. Das letzte Mal war er hier, als er die Sklaven zum Goldhacken geschickt hat. Im Gegensatz zu Raven hat er ein großes Interesse an Gold. Was ist das für eine Gruft? Eine verfluchte Unglücksgruft. Die Wächter der Gruft haben viele Männer getötet. Wächter? Redest du von Wesen aus Stein? Ziemlich flach mit rundem Kopf? Genau die meine ich. Zu Dutzenden kamen sie aus den Tiefen des Steins. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht gut ist, die Gruft auszubuddeln. Aber Raven war wie besessen von der Idee, dort zu graben. Und als die Gruft endlich freigelegt war, ist er mit seiner Garde dort reinmarschiert. Was wollte Raven in der Gruft? Du bist ziemlich neugierig. Erinnerst mich an einen Kerl, den ich mal kannte. Der war genauso neugierig. Und das ist ihm irgendwann zum Verhängnis geworden. Komm zur Sache. Was ist in der Gruft passiert? Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Hey, Scatty, nicht jetzt. Das hier ist wichtig. Also, was hat Raven dort gemacht? Na schön. Er hat etwas gerufen, beschworen. Er rief immer wieder Worte in einer fremden Sprache. Helles Licht drang aus der Gruft und dann hörte ich einen Schrei, der mir durch Mark und Bein ging. Ein dämonischer Schrei. Und? Weiter? Mehr weiß ich nicht. In dem Augenblick kam Bloodwyn aus der Gruft und hat mir gesagt, ich soll verschwinden. Das habe ich dann auch getan. Es hat auch gar nicht so lange gedauert und Raven ist mit seinen Jungs wieder im Tempel verschwunden. Seitdem hat sich Raven nicht mehr blicken lassen. Willst du was trinken? Komm, ich gebe dir was raus. Wenn du ein Bier hast, das wäre jetzt genau das Richtige. Bier gibt's nämlich kaum hier im Lager. Aber vielleicht hat Lucia noch eine Flasche. Wohlbekomm's, Bier geben. Wohlbekomm's. 750 Erfahrung wieder. Das schmeckt gut. Danke, Mann. Du bist mein Held. Nice. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal da rein und suchen den guten Bloodwyn. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen, seit dem ersten Teil. Und ich habe mir vorgenommen, in jedem Gothic-Teil oder... Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Risen, der auch vorkommt oder so. Oder ob der auch in Arcania vorkommt, auch wenn Arcania eigentlich nicht gerade beliebt ist und die Lore komplett zerstört von Gothic. Und das nicht einmal von Piranha Bytes selber gemacht ist. Habe ich trotzdem vor jedem Teil, wo Bloodwyn vorkommt, ob es nun zu Lore gehört oder nicht, Bloodwyn auszuschalten. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das dann hier sein wird. Und wie wir den dann dieses Mal hier auseinandernehmen. Aber vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!